Ich habe halt zu wenig Healing und so weiter. Was? 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 Oh, oh mein Gott! Und damit willkommen zu der nächsten Episode Backpack Battles. Wir gehen mal heute für ein Heal-Bild, würde ich mal sagen. Und dafür brauchen wir diesen Stuff. Und für diesen Stuff brauchen wir diesen Stuff. Und für diesen Stuff brauchen wir einen Broom und einen Mana Orb. Und das, was wir schon mal jetzt schon haben können, ist ein Broom. Und zwar mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Deswegen einmal zack. Ey, wäre krass, wenn du mir hilfst, 1000 Nominenten bis zum Ende des Jahres zu schaffen. Drück einfach auf den schwarzen Button. Okay, das läuft schon mal richtig wild. Oh, ich weiß nicht, eigentlich Platz und so weiter müsste man mitnehmen. Mal kurz überlegen, ob ich was für später brauche. Mal gucken. Ja, da haben wir es doch. Let's go. So kann man doch das Ganze starten, würde ich sagen. Und dann kommen wir, haben kein Geld mehr. Wir gehen einfach mal rein. Scheiß auf die erste Runde. Ja, komm, der wird gewinnen. Die gehen alle Doppelschwert und Whetstone. Also dieser Stein. Ja, ja. Der wird schon. Ja, knapp. Knapp. Aber war mir irgendwie klar, boah, ich könnte das Ganze auch, auch gehen, weil ich jetzt schon das bekommen hätte. Aber so, jetzt gucken wir ein bisschen, dass wir über die Runden kommen. Nämlich, ich stehe auf Regeneration, ganz ehrlich, weißt du? Also spielt gar keine Rolle für den späteren Bild eigentlich, also... Ja, cool, nice to have, also immer, je mehr. Ich habe gemerkt, bisschen ist immer gut so. Und am Anfang ist ja vor allem Regeneration auch echt einfach strong so. Könnte auch stark sein so. Deswegen, aber 4 und ich habe ein Geld. Ja, das ist sehr teuer, das Item. Würde ich mir eigentlich nur im Angebot holen. Ja. Aber ja, die 2 Regenerationen, die werden mir halt hier verhelfen so. Der hat halt nur eine Banane, ja, der wird sich einmal healen jetzt gleich, wahrscheinlich. Ja, da hat er sich kurz geheilt, aber wieder Damage bekommen. Ja. Ne? Aber ich sag doch, ist strong. Oh. Haha. ja, ne, wir brauchen... Wollen wir 2 Stäbe gehen? 2 Heal-Stäbe? Wär schon wild so. Wisst ihr was, wir nehmen das mit, das ist für 2. Verkaufen tue ich es für 2. Backpack-Slot ist ehrlich immer gut, aber wir haben gerade noch Platz, deswegen wir müssen eher den Platz ausfüllen und wir gehen da mit einem gemütlichen Gubat rein. Ja, wir gehen da mit einem Gubat rein und ich würde sagen, einfach rein da, schön Platz schon für die nächste Runde, damit ich auch gleich was kaufen kann, wenn ich noch genug Batzen habe auf mein Konto, würde ich sagen. So, 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 so. Ja, okay. Ein paar Steine, ein Schwert, na klar, verliert er das, ne? Also er hat einfach zu wenig Angriff. Machen so, das wird uns ein bisschen verhelfen. Später verkaufen wir es wieder. Holy Macaroni. Wisst ihr, was ich gerade sehe? Was wir für eine Möglichkeit haben? Glänzt. Wir gehen für ein Heal. Das heißt, ja, Poison. Einfach so? Einfach so mal mitnehmen? Boah, schwere Entscheidung, ne? Aber wenn ich doch nur irgendein kleines Teil verkaufen könnte. Und es lohnt sich immer noch nicht zu rollen für unseren Magic, ne? Für unsere Recipe hier. Für eine Mana Orb, sorry Leute. 25% seht ihr, rare. Deswegen erst ein paar Runden. Wir chillen noch, wir gucken noch. Die. Also Vampiric Gloves aus denen zu machen, wäre einfach eine Idee, sage ich mal so. Weißt du, die sind im Angebot. Wir nehmen die mal kurz mit. Verkaufen wir sie trotzdem für 2. Alles. Ja. Ist ein Gubat besser hier? Gibt es irgendeinen coolen Heal-Gubat? Hier.
So ein Leitgubert wäre auch krank. So ein Blutgubert. Ein Leitgubert wäre vielleicht kranker sogar. Deswegen machen wir das Ganze so, weil wir dann auch nicht nächste Runde am Platz uns fehlt oder irgendwas sowas. Ich habe immer keinen Bock auf Platzprobleme. Ich kaufe mir immer viel zu viele Items. Deswegen, okay, ganz kurz mal gucken. Es könnte unser sein. Er hat zu wenig Stamina. Und wir haben Poison auf ihm. Obwohl er dieselbe Regeneration hat, verliert er das Ding. Natürlich. Boah, und er hat ein ausgebautes Schild schon, aber okay. So, cool. Ja, das ist auch sehr nice. Dann gehen wir das so. Der ist überstrong, muss ich sagen. Wir nehmen den Potion mit. 35%, 45%. Ah, komm, stell mal vor, wir haben Glück. Ah, okay, gut. Nee, haben wir nicht. Ist aber halb alles so wild, so schlimm. Die Tasche nehmen wir mit. Ein bisschen 10% faster alles zu triggern ist auch nice. Was macht der denn hier? Ist das ein Typ, Digga? Ja, wir sollten es gewinnen, außer er macht jetzt irgendwas mit seiner Regeneration krasses, aber... Nein. Da kommt er nicht drauf vorbei. Okay. Oh, jetzt geben wir noch einen Gubat. Jetzt wird's interessant. Jetzt geben wir noch einen Gubat. Hm. 40% Rare. Wenn wir den kaufen, können wir uns kein Mana-Orb mehr leisten. Wir können... Boah, scheiße. Jetzt ist schwierig natürlich. Schwierig. Demonic Flask. Ja. Reingekauft und reingelöppt. Ja, okay, gut. Okay. So, ah, nicht diese Runde, nächste Runde, dann ist halt okay so. Nicht schlimm erstmal. So, was hat der? 3 Piggy Banks, okay. Also lohnt sich gar nicht so krass für ihn. Hat ja gar nicht so viel Regeneration. Und die Guba zielen pervers gut rein. Mal gucken aber, ob das noch was. Bitte noch ein hier, bitte. Nein. Scheiße, wenn die vielleicht noch einmal in einem anderen Timing gehittet hätten. Ja, könnte dies was gewesen sein. Alles klar. Dann, wir gehen mit. Ey. Jalla. So, Magic Stuff ist drinne. Absolut geilo. Geilo Babbo. Ein bisschen mehr Platz würde tatsächlich, ich glaube, doch gut tun, wenn wir das Ganze noch ein bisschen anders machen. Ja, dann das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Perfekt. Dann kein Geld mehr. Rein geht's. Okay. Den können wir wieder vorspulen. Der geht irgendwie richtig viel auf Regeneration. Heal und so. Warte mal. Mann, ja, ich habe halt letzte Runde kein Upgrade bekommen, natürlich. Ja. Geil, Alter. Ich habe schon gedacht, wir verlieren das Ganze. Oh mein Gott. Sheesh. Ja. Wenn ich den Poison Gubat gemacht hätte, könnte ich das gehen? Habe ich nicht. Deswegen machen wir das Ganze so. So und... Ah. Ui, für 5? Das sieht sehr lecko mio aus, der Sache. Das könnte man auch irgendwie verbrezeln. Ganz kurz, ich muss noch mal rankommen an die Tastatur. Ich spiele immer die ganze Zeit nur mit einer Hand. Ja, so. Dragon
Haufen wir rein. Und wir suchen immer noch die Flask. Und da ist sie. Oh, Baby. Oh, oh, und ein. Okay, okay. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Sehr, sehr geil. So. Wir müssen die kaufen. Wir müssen das irgendwie alles unbedingt machen. Ja, das ist cringe halt. Cringe. So. Nee. So. Ich mag das bitte, dass sie immer gerade stehen. Das darf wohl nicht wahr sein. Ja, jetzt. Kriegen wir überhaupt irgendwo Mana her? Ich glaube nicht. Jetzt hättet da eh beide. Perfekt. So. Ich glaube, den reserven wir. Das wird ein guter Heal. Und. Nee, das ist okay so. Das ist okay so. Wie stehen die Chancen? Ja, also. So eine Blaubeere oder sowas wäre gut. Obwohl, das lohnt sich immer, komm. Yalla. Yalla, rein. Okay, Schaufel. Schwert, Flöte, Tröte, was auch immer. Okay, ich habe meinen Trank schon getrunken. Meine Guberzahn aktiviert. Oh, ich habe jetzt auf ihn den Potion gedroppt. Fatigue sets in. 3,5. 1,75. Oh, und die donnern instant rein natürlich. Die donnern instant rein. Alter, Falter, was ein Gewitter, Mann. So, und jetzt, Alter. Nicer. Ich freue mich doch wie ein Esel, ne? Mal gucken. Wie kriegen wir das Ganze gebacken? Wir machen das vielleicht ein bisschen anders. Wir machen das vielleicht ein bisschen. Brauchen mehr Platz. Wir haben kein Geld. Wir brauchen den Gubat. Ach, shit, oh mio, so. Ja, müssen wir so machen. Ich glaube, der macht das nicht mehr, ne? Der macht das nicht mehr. Medium. Ach, alles immer noch gut mit der Stamina. Warte mal, gucken, was brauchen wir noch? Wir bräuchten jetzt Bücher. Bücher sind godly, 12%. Wir können noch warten. Wir können noch warten. Wir haben 3 Leben. Es ist Runde 9. Ist das nicht die letzte Runde? Okay, er hat auch 2 Gubats. Interessant. Okay. Ja. Stabil. Ich sehe das auf jeden Fall. Ich habe halt zu wenig Healing und so weiter. Was? Oh mein Gott. Nein, ich hab ihn einfach. Er fühlt sich so mega verarscht. Oh mein Gott. Crazy, Junge, crazy. Ach du Kacke. So dumm. Leid, Gubat, ja. Mann, ich Dummkopf, Mann, aber trotzdem. Zu kranke Runde ist. Unglaublich. So, jetzt 15%, immer noch nicht allzu wild. Ich überlege wegen dem Vogel, aber ehrlich, 9 ist mir ein bisschen noch zu teuer. A little bit noch zu teuer. Oh ja, das ist Ocean Belt. Das scheint mir ganz vernünftig zu sein. Ja. Ganz vernünftig zu sein. Warte mal. Was wollte ich machen? Ah, natürlich. Sorry, Boss. Sorry, Chef. Okay. Ja. Der schlaue Boss, ne? Ich
heals 1 health per stack every 2 seconds. Ich denke die ganze Zeit, wir brauchen was Übergangsmäßiges, weil wir haben echt wenig Heal, vor allem weil ich jetzt noch immer noch nicht den Lightsaber hier kombiniert habe. Wir gehen da mal rein. Wir gehen da rein in die Regeneration, hoffen, dass uns das die Runde irgendwie retten kann. Ja, er geht irgendwie hier ein bisschen auf Vampirismus und so weiter. Stilgrube, ja, Damage. Cool. So. Aber wir haben jetzt schon mehr Leben als er. Er hat 7 Blind Stacks. Also, wenn er nicht trifft, hilft ihm sein Vampirismus auch nicht mehr viel. Und Fatigue sets in. Und wir healen uns bitte. Ja. Nein! Hat er mich gecrittet oder was? Oh mein Gott, so knapp. Aber dafür jetzt das Upgrade. Und oh mein Gott, richtig lecko, schlecko mio. wir haben das Upgrade bekommen. Das ist doch nicer. So, unbedingt. schön. Hier für 20. Und er jede... Das ist cool. Das ist richtig geil. Und ihr seht es schon. Ich habe jetzt die Chance, ein Poison Gubat noch draus zu machen. Was ist halt besser? Was ist halt besser? Einen normalen Gubat zu haben, der mich hielt, weil der hielt mich nicht mehr. Der glänzt nur die ganze Zeit Poison, aber nicht jeder hat ja Poison auf mir und... Ja. 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 Ich überlege noch ganz kurz. Ja. Da ist halt noch ein Platz. Okay. Wir kriegen das hin. Ganz kurz. Okay, flieg halt hoch. Okay, Buddy. So. Nee. Und jetzt inflictet das alles Poison. Ja, gut. Ah. Ja. Besser. Okay, rein geht's. So. Achso. Kombinierte? Nein! Zweimal, Junge. 17. Achso. Alle voll. 17, Bruder. Ja, okay. Der hielt auch ganz schön deftig. Aber ich glaube, keiner hielt so krass wie ich, ne? Weil der bekommt immer weiter Poison drauf. Und 6 Blind, dass er gar nicht trifft. Das ist sehr, sehr schick. Oh ja, schön. Der kann nichts machen. Mein Heal-Bild ist the best. Ist the best around. Ja, ich habe auf den Moment gewartet. Sogar im Angebot. Ey, das ist cool. Ja, das war überdumm schon wieder. Es tut mir so leid. Ich habe so gefailt. Wirklich, bitte nicht abschalten, Freunde. Oh mein Gott, habe ich reingefailt. Knoblauch. Vampirismus zu entfernen ist eigentlich strong. Ein Knoblauch, sage ich immer, kann man haben. Wir nehmen den mit und gehen direkt wieder rein, weil ich erwarte hier dicke Combination. Wir haben noch 2 Leben, glaube ich, ne? Deswegen, auch wenn wir das hier verlieren. Oh, der geht hier den super Hype-Bild, ne? Hier, uiuiui. Wenn wir bis zu Fatigue schaffen, können wir das vielleicht noch reißen. Oh mein Gott. Heal dich bitte. Nein, ganz knapp. Oh mein Gott.
So verdammt knapp. Ist das unfassbar. Das ist krank. Oh, Poison. Gain 6 Dings da. Items trigger faster. Okay. Wir müssen das auf jeden Fall. Bin ich eigentlich komplett dumm? Ich kann mich die ganze Zeit nicht heilen, weil ich doch kein Mana habe. Oh mein Gott, das tut mir so leid. Ach Digga, was? Okay, es wird alles nochmal gleich komplett anders reinfetzen. Wenn ich einfach mal. Nein, nicht noch ein Gu. Das könnte hier ein Gubat-Run sein irgendwie. Und dann bräuchte ich noch. Ja, das bekomme ich nicht mehr hin. Dafür müsste ich brain. Ich brauche Mana, Freunde. Ich brauche einfach Mana, weil sonst geht nix. Es geht nix. Hallo? Was soll denn das? Sage mal. Ja, toll. Weißt du, toll. Erst nächste Runde könnte ich einen Gem bekommen, mit dem ich dann. Ach, das ist mir zu Quatsch. So, wir gucken, was wir irgendwie noch rausbekommen. Noch ein Gubat, ja klar. Ja, gut. Ich würde mal sagen, endlich. Ja, endlich. Ja, ist ganz gut. Kombinieren wir wieder. Und jetzt gucken wir. Wird natürlich immer noch viel zu wenig sein, aber. Aber. Ah, nee, der triggert doch irgendwie. Hier war es ja Use. Nee, achso, ich bin so dumm, ne? Okay, das bufft nur mein Healing, das Mana. Aber er hielt mich einfach so. Ich habe ganz kurz einen Brain-Lag gehabt. Es tut mir so leid, aber ja, einfach heute zu aufgedreht, zu viel Energy getrunken. Freunde, ist nicht gesund. Hört auf damit. So, ja, das haben wir komm. Ich wette, das kann man doch irgendwie mäßig so verpacken, oder? Das ist, da könnte ich doch mein, ne, verwetten. Mein Arsch. Sag ich so, wie es ist. So, 5 plus 4. Den hier noch dazu? Scheiß, Junge. Nee, aber das ist nicht so gut. Weil. So ist es nämlich besser. Nicht nur voneinander, sondern auch von beiden Bells gleichzeitig. Also schon Hardcore-Trigger. Schon. Come on. Was ist denn hier los? Ne, was soll ich denn da sagen? Also, gar nichts anderes zu sagen, außer let's go for it. Genau. Stopp. Deaktiviert sich und dann aktiviert sich der. Ja, cool. Godly, 20%, wir müssen einmal rerollen. Kuss. Der Reroll war jetzt gerade sehr wichtig. Oh, guck mal. Ah, okay, Vampirismus, ich sehe schon. Okay, plus Blinds, plus Heal, plus Shield. Er geht so ein bisschen alles Kombi, wir werden sehen.
Wir brauchen noch das zweite Buch, dann sind wir absolut unschlagbar. Fatigue sets in, ja, jetzt wird er verlieren. Ja, der wird mein Leben nicht mehr runterbekommen, glaube mir. Glaube mir, er bekommt auch die ganze Zeit mehr Poison. Easy. Ja, wir gehen weiter. Noch ein Leben dazu. Und ich würde sagen, Mana Orb, das klingt mir sehr, 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 sehr gut. Mana Orb klingt mir absolut überkrank. Und das hier klingt absolut legendär. Ich habe 16. Das wird leider nicht reichen, ne? Das wird leider nicht reichen. Auch so ein. Ja, auch das wäre krass, ne? So, aber wie machen wir das Ganze? Ich möchte bitte. Wir haben genug Platz auf jeden Fall für alles. Okay, warte mal. Ich mache komplett was anderes. Completely different. So, warte mal. Ich kann das immer noch ganz so machen. Das Ganze so machen, ja, das ist besser. Und das Ganze immer noch so machen. Ja, cool. Dann saven wir den. Ah, leider reicht nicht. Nee. So, ich glaube, das ist schon mal sehr gut. Ja, was hat? Okay, alles klar. Alles klar, stopp mal. Der hat einmal den Ruby bekommen, zweimal, dreimal, ne? Die werden ja mit diesen Dingern gecraftet. Ja, alles klar, ne? Cool, würde ich sagen. Bei dem Typ läuft's. Wir gucken mal. Er hat viel Armor auf jeden Fall. Der hat tot viel Vampirismus. Das muss man ihn lassen. Aber mein Knoblauch wird Arbeit verrichten. Ich sag's euch. Genau für diesen Fall. Genau für diesen Fight, ja. Der hat schon verloren. Ja? Ah, guck. Immer weiter runter. Ja, und ich glänze mein Poison. Er nicht. Er bekommt immer mehr. Und immer weniger Vampirismus. Ja, oder? Ah, bitte. Ah. Oh mein Gott, ja, da hinten meine Potions. Oh mein Gott, Baby, so macht man das. Jawollo. Jawollo, läuft das wie am... wie am Schuh, Alter. So, wir nehmen den hier. After. Okay. Stopp. Ich will mal ganz kurz gucken. Use. Er used halt, ja, ich weiß ich ja nicht. Ich hätte die Karte mitnehmen müssen. Hätte ich die Karte mitnehmen. Oh, okay, ich bin einfach ein Lacker. Ich bin einfach ein Lecko Lacker Mio, Digga. Für 3. Ich würde ja gerne. Ich will eigentlich unbedingt, könnte man fast schon sagen. Machen wir es. Come on, das ist der Heal-Bild. Let's go, rein da. Machen das so. Dann können die beiden immer noch hier hin. Yalla. Und der geht dahin. Ja, sehr gut. Sehr gut würde ich das Ganze nennen. Okay, der geht auch hier Mana und so. Auch an. Alter, was? Yo, Broski. Der hat auch nur Mana Orbs bekommen, gefühlt. So, aber wir sehen's. Er bekommt. Oh Mann, diese Anfänger, Mann. Ja, also der hätte gut rein. Cooldown nicht mal 1,5 Sekunden. Der hittet jede 1,3 Sekunden. Das ist verdammt nochmal richtig schnell. Hielt er mich für 10. Und wenn ich 5 Mana habe, tut auch mein Healing weh. Und mein Healing ist auch das hier. Mein Healing ist das.
Bisschen Vampirismus, dann die Potions, wenn die im selben Moment reinhitten, ist krank. Und den hier noch. Das ist einfach zu viel. Zu viel. Guck, 5, gleich 5 erreicht. Zack, und dann wieder 0. Und jetzt tut mein Healing weh und deswegen geht sein Bam, 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 Bam. Geht alles darunter. 5 wieder, zack, aktiviert und jetzt Bam, Bam, Bam. Und stopp, 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 stopp. Fatigue ist getriggert. Das heißt, der boostet meine Items. Look at this. 0,74 Sekunden. Alter. Aua. Aua. Ich bekomme die ganze Zeit nur Heals. Ja, das ist natürlich schwer. Ne? Das ist natürlich schwer. Und ich habe gerade gemerkt, warum mache ich das Ganze nicht so? Oh yes. Oh yes. Okay. Ja, ne? Crazy. Das ist absolut wild. Ja, ich denke, noch eine Mana-Orb ist ja cool. Ne, wenn die Items hier sich aktivieren, dann ne, 2/3 Chance, dass ich ein Mana bekomme. Und wenn ich 10 Mana habe, die mache ich noch mehr Damage und so weiter. Das ist mir eigentlich egal, weil wir das Mana eh die ganze Zeit verbrauchen. Aber der ist halt so schnell, dass er diese 5 Mana super, super fast die ganze Zeit auch mitnehmen kann und immer diese plus 4 Heals mitnehmen kann und auch den Damage dann auch mit erfüllt. Und somit ist unser Bild richtig am Löppen. Ja, richtig krank. Platz mitnehmen. Rerollen. Gucken, was kommt, was geht. Vogel. Vogel wäre wild, aber ehrlich. Zeig mal, 20% immer noch alles, also bleibt ja immer noch. Gucken wir. Ist das gut? Jetzt noch ein. Ehrlich, warum eigentlich nicht, ne? Ich brauche halt turbo viel Geld, ne? Ist okay. Wenn auch natürlich ein Buch kommt, hole ich mir das Buch zuerst. Klar. Ich glaube, den können wir noch irgendwo auf jeden Fall hier einsetzen. Einfach noch ein Hegubert. Der ist halt überheftig. Weil, guckt euch, wie schnell er sich aktiviert. Ihr müsst nur auf die Gubert schauen. Die Leiste geht ja immer hoch. Zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Okay, der Typ hat echt viele verschiedene Buffs. Ich sehe, ja, okay. Mhm, Regeneration. Die wandelt er um in Vampirismus. Das klauen wir aber ihm die ganze Zeit. Ist cool. Mach keine Debuffs. Ja. Du, ihr seht schon, das wird schon wieder nicht funktionieren. Auch hier. Die Bücher healen so verdammt schnell. Ja. Vorbei. Vorbei mit ihm, der Überheal-Bild. Okay, alles klar. 16. Ja, 2 fehlen uns natürlich. Das war klar. Das war klar. Dann müssen wir das Ganze irgendwie bewältigen. Das scheint mir ganz gut zu sein. Ich meine so. Hey. Ja, das ist ja. Nee, eigentlich so will ich das nicht haben. Ich will eigentlich, dass der so viel triggert wie möglich, aber nicht die Handschuhe. Die Handschuhe bringen halt nichts. Der ist halt auch nur am 2 activaten und da. Nicht lieber irgendwie. Ich glaube. So, die müssen auch nochmal umgepflanzt werden.
So, ja, ich bin jetzt irgendwie nicht auf eine viel turbo bessere Lösung gekommen. Ja, aber wird schon passen, ja, das Ganze. Ich hätte das tauschen können. Gut. Stopp. Walk sehe ich. Ich sehe Spikes, Spikes, Spikes. 11 Spikes. Scheiße. Wird auf jeden Fall wehtun. Mal gucken, wie sehr er mir wehtun wird oder kann. Noch kann er es nicht so wirklich. Ja, nee, aber 20 Spikes mittlerweile. Aua. Aber nee, nee. Ja, nein, 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 nee, nee. Oha, er hatte sogar viel mehr Dings da auf mir drauf. Aber ja, wir sind auf völlig entspannter Basis. Den Healbild hier weggefetzt. Ja, vielleicht mit 4 Büchern noch krasser abgegangen, aber war auch so schon mal überkrank Premium. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bleibt salzig, Freunde.